Willkommen zum nächsten Let's Play Mario Party für Nintendo 64 natürlich wieder. Welche Sprache nehmen wir? Französisch oder Englisch? Nein, wir nehmen Deutsch. Wollen wir. So, mal sehen. Nintendo 64, genau, wie ich sagte. So, dann fangen wir jetzt an. Ja, Nintendo, wir wissen es jetzt langsam. Ja, schön. Es ist Mario mit seinen besten Freunden, aber irgendetwas scheint nicht zu stimmen. Was ist bloß los? Sie fragen sich, wer von ihnen wohl der größte Held ist, der Superheld. Ein Superheld muss sehr stark sein, sagt Mario. Du bist fett. Donkey Kong kann auf jeden Fall mit seiner unglaublichen Kraft prahlen. Angeber! Was machen die denn da? Okay. Okay. Oder ist Mario vielleicht der größte aller Superhelden? Oder vielleicht Prinzessin Toadstool. Halt, stopp! Wir dürfen auf gar keinen Fall Yoshi mit all seiner... Meine Güte, die streiten sich. Jeder glaubt, er wäre der größte Superheld. Alter, warum geht denn das so schnell weg? Bin ich doch nicht so voll gewesen. Ach, egal, jetzt. Ah, weg damit. So, auf jeden Fall wollen wir jetzt analysieren, wer der Superheld ist. Wähle mit dem Zeige den Ort, zu dem du gehen möchtest. Ja, manche Spiele gehen nicht und... sage ich gleich schon mal vorweg. Und an manchen Spielen hakt es übelst. Aber egal. So, was machen wir zuerst? Na, wir gehen zuerst... Ah, ich weiß was. Wir machen zuerst alle Abenteuer. 20 Runden. Und danach fangen wir wirklich an. Und das kann bis zu... insgesamt... 8 Stunden dauern, denke ich mal. Könnte aber auch nicht. Mal sehen. Ich nehme natürlich Yoshi, Lieblingscharakter. Ja, Mario, Luigi und Donkey Kong. Nein! Zurück. Zurück! Zurück. Ich habe was vergessen. Das war ich nicht. So, fangen wir an mit... Wir fangen an mit Peach Geburtstagtorte. Juhu! Wie viele Runden sollen gespielt werden? Natürlich, wenn wir jetzt über 50 machen, dann... Ach du Scheiße, nein, 20 natürlich zuerst. Ja, muss ich da euch irgendwas erklären? Denke mal nicht. Obwohl, kann ich ja so zwischendurch mal machen. Ich nehme mal an, alle von euch haben schon mal Mario Party gespielt. Wenn nicht, dann... schlecht. Da ist der Start. So! Hoffentlich machen wir eine 10... Aber als ich es getestet habe, habe ich nur eins gemacht. Ich weiß auch nicht, warum. Ich bin verhext gewesen oder so. Keine Ahnung. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Koopa und werde euch herumführen. Heute findet eine große Party statt. Dies ist die Spitze einer leckeren Geburtstagstorte. Es fehlen aber noch Dekorationen. Also helft mir, den Kuchen zu vollenden und zu dekorieren. Vielleicht solltet ihr ihn mit Erdbeeren verzieren. Also dann, lasst uns die Startreihenfolge bestimmen. Ich will anfangen. Und Simi! Oh, verdammt, bin Vorletzter. Zuerst kommt Donkey Kong. Dann Mario. Dann der Beste aller Besten, der allerbeste Yoshi. Und die Schnarchnase Luigi. Okay, ja. Jeder bekommt jetzt am Anfang 10 Münzen. Und Sterne kann man dann bei Tort kaufen. Davor muss man Bohnen kaufen. Eine von denen ist eine Bowser-Bohne. Ach ja, und so ein Stern kostet 20 Münzen und wie beim Fußball, Stern sind Punkte und Münzen sind Tordifferenz. Ja, Fragezeichen, ab 30 Münzen kann man da, glaube ich, solche Blumen kaufen. Wenn ein anderer raufkommt, muss der schön einen Stern bezahlen. Wenn er keinen hat, hat er Glück gehabt. Wenn er einen hat, hat er Pech gehabt. So, ich habe eine 4 und kommen auf Fragezeichen. Am Ende des Spiels kommen dann noch Bonus-Sterne.
Zum Beispiel Minispielsieger und. Ja, ein paar Minispiele kann ich nicht machen, wegen dem Steuerkreuz. Nintendo 64 ist das ein bisschen verschieden. So, ein Zweierduell und das erste ist nicht Tiefseetaucher. Okay, ich habe verkackt, außer ich schwimme. Jetzt muss ich hoffen, dass ich nicht ziehe. Ganz toll. Das geht doch nicht mit dieser blöden, diesem scheiß Steuerkreuz, oder doch? Ich weiß es nicht. Also in der englischen Version war das so, da konnte ich das nicht. Vielleicht ist es ja hier anders. I hope this. So, Luigi, wo ist denn da ein Seil? Los, du schaffst es. Na ja, versagt. Nee, doch nicht. Ich ziehe schon hier. Verdammte Scheiße, es geht nicht. Ich sag es doch. Manche Minispiele gehen nicht. Ich ziehe. Ah, jetzt geht's. Jetzt geht's nicht. Alter, das ist doch nicht wahr. Ah, ganz klar. Jetzt muss ich ihn versuchen hochzuziehen. Das ist so schwer. Schwimm doch, du Trottel! Es geht nicht mit diesem scheiß Tränen hier. Der kann doch nicht durch den Stein gehen. Was ist das denn? Achso, ich kann den hier bewegen. Hallo. Die holen hier alle Münzen. Luigi. Hallo. Ah, ich ramm den jetzt einfach um. Alter, Luigi, komm her. Komm schon. Er kommt. Ja. Das ist nicht gerade gut gelaufen. Wir haben 0 Münzen, aber die haben auch nur 10. Das ist nicht schlimm. Es sind ja nicht alle Spiele, die so sind. Sind eigentlich nur die wenigsten. So, Donkey Kong, du bist dran. 9. So, wenn man auf so einen Pilz kommt, darf man einmal nochmal wählen oder leider auswählen eine Runde. So, jetzt sind wir wieder. Mal sehen, hoffentlich haben wir mal eine große Zahl, eine 5, naja, nicht gerade groß. Und wir kommen auf den blauen, da bekommen wir immer plus 3, auf den roten minus 3. Und wenn einer rot hat und die andere blau, ist das 3 versus 1. Und wieder ein Zweierduell. Umskt Basketball, Dryzen, Wahnsinn, was ist das denn nochmal? Das ist... Okay, das hier. Okay, es kann sein, dass mein Headset jetzt zerfällt. Ihr hört es wahrscheinlich, wie ich gerade drücke. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird es jetzt richtig spannend hier. So. Los! Ich gewinne! Wirklich in Kopf und Kopf rennen. So, komm schon, ganz ruhig. Ja, wir haben Vorsprung. So, jetzt noch mal eine Kurve, ich glaube, jetzt kommt die gerade, jetzt drücken. Na, scheiße. Oh, fuck, ich dachte, jetzt kommt nur noch eine gerade Kurve hier und dann kommt noch eine Kurve. So, jetzt aber. Oh, wir haben Vorsprung. Und der Rekord. Nein, kein Rekord. Vorher hatte ich im Test 43,20. Das ist ganz schön beachtlich. Aber jetzt, durch diese Fehleinschätzung, habe ich nur mal 44, sonst was. Aber ich habe ein Minispiel gewonnen. Sie verlieren 10. Wir gewinnen 10. Und damit bin ich Erster, Yoshi.